Ja, hallo. Erste Tagebucheintragung hier von Andys Kinoblog und ja, Thema Alexander Pahl, Alexanders Filmbude. So, das ist jetzt mein erster Tagebucheintrag. Ich habe gerade mein erstes Video abgedreht und bin auch etwas genervt von diesem Andy, von Andys Kinoblog oder Mr. Zavi, wie er genannt werden will. Unglaublich, dieser Kerl. Ich hatte ja zuerst diese wirklich gute Idee gehabt, mich Alex Kinoblog zu nennen, aber nein, da hat der feine Herr was dagegen. War meine Idee, das habe ich ihm noch vorgeschlagen, und dieser kleine Sack will sich Alexanders Kinoblog nennen. Dann musste ich mich jetzt umbenennen. Dann hatten mich noch praktisch dazu gezwungen, sein Einführungsvideo zu zeigen. Also, und dabei hatet er mich jetzt öffentlich. Der Kerl ist unglaublich. Der will meine Videos runterladen und neu synchronisieren. Das werde ich dem vermiesen. Ihr werdet sehen. Da werde ich zur Sau. Und nein, ich mache den fertig. Ich werde mächtiger als er. Dann ist er bald weg vom Fenster. Unfassbar, wie Menschen jemanden treffen können. Das bedeutet Krieg. Unglaublich. Bald weiß keiner mehr, wer Andys Kinoblog ist. Und dann ist er weg. Dann komme ich und er ist weg. Ja, das ist jetzt mein zweites Tagebuch oder mein zweiter Tagebucheintrag hier auf Andys Kinoblog. So, das ist jetzt mein zweiter Tagebucheintrag. Und ich muss sagen, dass ich mal wieder tierisch angenervt bin von diesem Andy. Und hab jetzt schon hinter vorgehaltener Hand gehört, dass dieser Vollpfosten von Alexanders Filmbude ja gegen mich irgendwie vorgehen will und ja, so Drohungen, das ist ja Kinderkram, weißt du. Der dreht jetzt vollkommen am Rad, jetzt wo er gemerkt hat, dass ich ihn bald eingeholt habe mit seinen Abos, seinen gekauften Abos, wofür ich auch Beweise habe. Jetzt bekomme ich Droh-E-Mails geschickt. Die ganze Nacht ging bei mir das Telefon. Da wurde sofort wieder aufgelegt, wenn ich abgehoben habe. Das ist er, das weiß ich, davon bin ich überzeugt. Wer soll es auch sonst sein? Ich habe den groß gemacht und ja, er sollte sich eigentlich vor mir verneigen, vor Mr. Zavi. Der bekommt halt Panik, jetzt wo er merkt, dass es mit ihm bergab geht. Tut er halt nicht, warum auch immer. Und ja, wie ihr seht, schmunzel ich natürlich darüber und musste lachen. Es hat er ein paar Mitleidsabos bekommen von irgendwelchen ranzigen. Ja, wo er wahrscheinlich schon sich so ein 50 Abonnenten Ding da auf eBay gekauft hat, damit er sich einen schnellen Namen macht, aber die Qualität seiner Videos sprechen ja für sich. Keine Ahnung, wo das noch hinführt. Ich hoffe, der geht mir mal nicht so lange auf den Sack jetzt und will auf meiner Welle mitsurfen, wo er ja. Jetzt hat er so ein bescheuertes Format noch gemacht, der Pimp My Steelbook, da wo er da, das reicht ihm nicht mehr aus, die normale VÖs, und jetzt druckt er seine Bilder da aus und heftet die in seine Stahlbücher da ein und denkt, dass dafür würden wir uns interessieren, aber so ein Schwachsinn, was er da macht, das ist, nee, der ist bald weg. Absolut mit drauf ist. Und weißt du, vorne macht er immer so, ah, Andi, du bist der Beste und du bist so geil und hinten, weißt du? Ich kann das nicht verstehen. Voll der Penner geworden, Alter, ehrlich, Mann. Hätte ich da bloß damals nicht den YouTube-Kanal eingeschaltet, da wäre ich heute besser dran. Naja, wir müssen mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich hoffe, der kriegt sich mal wieder ein und kommt mal runter von seinem Höhenflug da nach Phantasialand oder wo der hin will. Keine Ahnung, aber und solange, ja, und wenn er weitermacht und er meint, er muss hier weiter am Käfig rütteln, dann muss ich mal, ja, muss ich mal anhusten oder so, keine Ahnung. So weit wohnt der gar nicht weg von mir. Vielleicht fahr ich auch mal dahin.
Und ich bin mit den Nerven auch am Ende. Ich habe, wie gesagt, konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Immer geht das Telefon und das nervt mich sowas von ab. Dann kriegt er eine, ja, dann kriegt er mal eine Schelle verpasst, wenn er meint, er muss hier den dicken König machen. Naja, wir werden mal sehen. Aber bald kann sich keiner mehr an ihn erinnern. Alexanders Filmbude, wenn ich mit dem fertig bin. Ja, soweit habe ich früher im Krieg linkes Nasenloch eingeatmet und durch das rechte aus, Alter. Ganz ehrlich, Mann. Hinten und vorne kein Konzept, der Kerl. Naja, egal. So, ich mache jetzt wieder aus und hoffe, dass jetzt langsam Ruhe einkehrt bei dem Hampelmann. Und ich bin jetzt auch dabei, noch Beweise am Sammeln wegen seinen gekauften Abos. Die werden bald veröffentlicht. Dann wird sowieso sein Kanal gesperrt. Und nee, dann ist er weg. Und ich bin da. Auf Wiedersehen, Andi.